Ja, danke schön für die Begrüßung. Ich fange auch gleich an. Ich bin Coco von den Open Source Gardens und die erste Frage ist immer: Open Source Pflanzen, wofür braucht man das überhaupt? Und dann kommt man zur Frage: Warum züchtet man überhaupt an den Pflanzen rum? Das ist eigentlich schnell erklärt, denn Pflanzensorten lassen mit der Zeit nach, einfach weil die Umweltbedingungen sich verändern. Wenn man jetzt eine Pflanzensorte hat, die ist erstmal gut, ich bin der Kartoffelsorte wie Linda, die wuchs ursprünglich prima, aber dann verändert sich der Boden verändert sich das Klima durch den Klimawandel auch. Neue Krankheiten werden eingeschleppt oder die Schädlinge passen sich einfach an. Ich hatte mal eine Pflanze vielleicht, die war super resistent und dann haben die Schädlinge sich auf diese Pflanze spezialisiert. Auf einmal war sie überhaupt nicht mehr resistent. Ne? Dann findet man neue Resistenzen, kreuzt sie ein, selektiert das Ganze 10 Jahre lang, bis man wieder eine stabile Sorte hat, die man dann vermehren kann. Und dann beginnt der Zyklus von vorn. Dann passen sich wieder die Schädlinge an die neue Sorte an, bis man irgendwann wieder eine neue züchten muss. Genauso ist das auch in der IT. Man hat irgendwann eine Software auf den Markt gebracht, aber dann ändern sich die Protokolle und die Standards, die Anforderungen der User wachsen. Dann werden Bugs, Lücken und alles Mögliche bekannt. Wir Entwickler gehen ans Patchen und überarbeiten und erweitern, bis wir ein neues Release raushauen, das dann wieder ein paar Jahre läuft und dann beginnt der ganze Zyklus von vorn. Da sehen wir schon eine große Übereinstimmung. Nun könnten wir unsere Software aber einfach so anbieten. Mit Pflanzensorten ist das nicht so leicht. Es gibt einmal die reguläre Zulassung, also grundsätzlich dürfen nur zugelassene Sorten zu gewerblichen Zwecken in Umlauf gebracht werden, also nicht nur verkauft, sondern auch zu gewerblichen Zwecken des anderen verschenkt werden und so weiter. Und wenn man so eine Sorte regulär zugelassen bekommen hat vom Bundessortenamt, dann kann man darauf noch einen Sortenschutz beantragen. Ein Sortenschutz ist sowas wie ein Copyright, dass man ein Monopol darauf hat, diese Sorte zu verkaufen und zu vermehren. Das braucht man auch dringend, um diesen langen 20-jährigen Züchtungsaufwand zu refinanzieren. Und dafür braucht die Sorte einen sogenannten landeskulturellen Wert. Das heißt, sie muss in irgendeiner für den Anbau oder die Verarbeitung relevanten Eigenschaft besser sein als alle bereits zugelassenen Sorten. Und die Zulassung muss dann alle, je nach Sorte, 10 bis 20 Jahre erneuert werden. Das heißt, wenn in dieser Zeit eine Sorte mit höherem landeskulturellen Wert, als sie in irgendeinem Punkt besser ist, zugelassen wurde, wird meine nicht mehr zugelassen, die schlechtere Sorte verschwindet also vom Markt. Es gibt ein paar vereinfachte Verfahren, um Sorten zuzulassen, zu denen komme ich aber gleich. Erstmal noch zu der Frage, wer bezahlt mir die Arbeit, das zu züchten überhaupt? Bin jetzt mal in der Mitte dieser kleine Zuchtbetrieb, habe eine Sorte entwickelt, beantrage jetzt beim Bundessortenamt die Zulassung. Die prüft nochmal jahrelang diese Sorte auf ihre Eigenschaften, ob die auch so stimmen, erteilt mir dann die Zulassung. Das ist aber wirklich nur eine Erlaubnis, die Sorte kommerziell zu handeln. Wenn ich jetzt auch noch ernsthaft damit Geld verdienen will, beantrage ich einen Sortenschutz, also ein Copyright. Wenn der erteilt ist, dann bin ich der Einzige weltweit, der diese Sorte halt verkaufen darf, also Anbaumaterial davon verkaufen darf. Und wenn jemand diese Sorte nachbaut, also sein eigenes Saatgut gewinnt, dann darf er an mich Nachbaugebühr bezahlen. So, und nun gibt es, da ja dieses Zulassungsverfahren kaum noch durchführbar ist, vereinfachte Möglichkeiten. Ich kann eine Sorte als Amateursorte anmelden, da muss ich relativ wenig Kriterien erfüllen, darf sie dann aber nur in Kleinstmengen in Verkehr bringen, also in dem berühmten 5-Gramm-Tütchen. Oder ich kann sie als Erhaltungssorte anmelden. Das macht man so mit Traditionssorten, die in einer entlegenen Bergregion seit Jahrhunderten angebaut werden. Die meldet man dann eben als Traditionssorte an. Man darf sie dann auch in Verkehr bringen, aber sie darf maximal 0,5% des Saatguts dieser Art ausmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Traditionsweizen habe, dann darf der nur 0,5% aller in Verkehr gebrachten Weizen ausmachen. Und meistens ist man auch noch beschränkt auf eine Region, wo diese Sorte halt eine Tradition hat. Oder was seit Anfang dieses Jahres neu möglich ist, ich kann eine sogenannte Population anmelden. Das ist eigentlich gar keine Sorte, sondern das ist eine genetisch variable Mischung. Zum Beispiel eine Mischung von verschiedensten Weizen und so oder Roggen, die sich auf dem Feld jedes Jahr neu miteinander kreuzen. Die schlechter wachsenden verschwinden dann, die besser wachsenden setzen sich durch und so wird die Sorte jedes Jahr von selber ein bisschen besser, beziehungsweise die Population, keine Sorte. Aber wenn diese drei Anmeldearten führen dazu, dass ich keinen Sortenschutz bekomme, das heißt, diese Sorte ist dann Public Domain, würde man bei Software sagen. Jeder, der sie hat, darf sie selbst vermehren und damit tun und lassen, was er möchte. Wenn ich damit Geld verdienen möchte, indem ich Saatgut verkaufe, habe ich Glück, wenn die Leute bei mir kaufen. Sie können auch bei jedem anderen kaufen. Und jetzt übertragen wir das mal auf die Softwarewelt. Wir gehen zurück ins Jahr 1993. Und stellen uns vor, Bits würden an Bäumen wachsen. Im Jahr 93 wurde Windows NT 3.1 zugelassen.
Unser kleiner Bitzüchter Microsoft geht jetzt also zum EDV-Sortenamt mit seinem Windows NT 3.1 und möchte das regulär zulassen. Es sagt das Sortenamt, nee, kein landeskultureller Wert, denn ihr seid in keiner Eigenschaft, die wir bewerten, besser als Novell Netware. Und es steht Microsoft durch da, sie haben jahrelang dran entwickelt, aber sie bekommen es nicht zugelassen. Gucken Sie in die alternativen Anmeldemöglichkeiten und entscheiden sich, Sie melden es als Erhaltungssorte an, bekommen eine Zulassung regional für das Land der x86-Prozessoren und was Sie verkaufen, darf nicht mehr als 0,5% des Betriebssystemmarkts ausmachen. Aber immerhin war die Entwicklung nicht völlig umsonst. Nun ist diese Software aber natürlich Public Domain, weil wir ja kein Copyright darauf bekommen auf eine Erhaltungssorte. Nun kommt ein anderer Witzzüchter, jetzt kommt Oracle, findet diese Public-Domain-Sorte, kreuzt alle relevanten Features in sein Datenbanksystem ein. Dabei heraus kommt ein Spezialbetriebssystem für Datenbankserver, das Oracle NT1. Sie melden es beim EDV-Sortenamt an und sowas gab es noch nicht. Sie bekommen also eine Zulassung und sie bekommen einen Sortenschutz genehmigt. Haben wir es also das Monopol auf den Vertrieb von einem Windows für Datenbankserver. Jetzt kann Microsoft sich ärgern, denn sie haben die Vorarbeit geleistet und haben davon gar nichts. Das Geld verdient jetzt Oracle. Microsoft hat zwar die Zutaten geliefert, aber bekommt nichts. Da würden wir jetzt uns als Entwickler genauso ärgern wie Entwickler von LibreOffice, die wahrscheinlich überhaupt keine Zulassung für ihr Produkt bekommen hätten, weil es nicht deutlich genug unterscheidbar von OpenOffice ist. Aber Quatsch beiseite, wo ist eigentlich das Problem, wenn man das Passatgut so macht? Die Sache mit dem landeskulturellen Wert hat sicher am Anfang dieser Gesetzgebung zu hervorragenden Hochleistungsworten geführt, führt inzwischen aber vor allem zur Erosion der genetischen Basis. Denn wenn irgendein Merkmal, wie sagen wir mal Geschmack oder Nährstoffgehalt, einmal aus diesem verfügbaren Genpool der Sorten raus ist, dann ist es weg, kommt das nie mehr wieder. Und die lokal angepassten Nutzpflanzen, die es in einer Region immer gut wuchsen oder in einem bestimmten Klima immer gut wuchsen, ja, die verschwinden dadurch auch, denn dieses irrsinnig langwierige und teure Anmelde- und Schutzverfahren rentiert sich nur, wenn man die Sorte dann auch wirklich global vermarktet. Es lohnt sich nicht, Sortenschutz zu veranlassen für etwas, was dann in irgendeiner Region von Südfrankreich perfekt wächst. Da verkaufe ich nicht genug, um das Geld jemals wieder reinzuholen. Heißt, ich möchte meine Sorten global anbieten, aber da nicht überall die Böden gleich sind, muss ich dann noch ein Paket von Dünger mitverkaufen, damit überall die richtigen Nährstoffe im Boden sind. Da überall auf der Welt auch andere Schädlinge leben, muss ich noch ein Pestizidpaket mitliefern, damit die Sorte überall auch überlebt. Und das wiederum treibt die Landwirtschaft in eine ziemlich gefährliche Abhängigkeit. Wenn man sich einmal entschieden hat, diese Hochleistungssorten anzubauen, hat also dieses Saatgut gekauft. Man kann es zwar, wenn man die Gebühr bezahlt, auch selbst nachbauen, muss aber jedes Jahr das Paket aus dem richtigen Dünger und dem richtigen Pflanzenschutz neu kaufen. Und wenn man sich mal den Markt anschaut, die Grafik ist von No Patents on Seed kopiert, gibt es eigentlich nur noch 4 Big Player, die sich dieses Verfahren wirklich leisten. Wenn man sich mal die Namen anschaut, das ist Bayer, Monsanto, das ist Dow, DuPont, Syngenta und BASF, die halten zusammen 2/3 des, ja, Saatgutmarktes und auch des Dünger- und Pestizidmarktes. Ja, und die diktieren praktisch die Preise auf diese Komplettpakete aus Saatgut, Dünger und Pflanzenschutz. Und wenn einer oder auch 4 Monopolisten die Preise diktieren, dann sehen wir schon, dann, wenn die einmal die Preise hochjagen, dann haben unsere Landwirte ein riesengroßes Problem. Und das kennen wir auch aus der IT. Wenn man mal 20 Jahre zurückdenkt, wir hatten Microsoft, den Riesen, der hatte praktisch ein Monopol auf Betriebssysteme für Heimrechner. Und es gab dagegen die Open Source und Linux-Wolke und die haben sich spinnefeind bekämpft. Microsoft hat alles Mögliche unternommen, um Open Source zu unterdrücken und die Open Source-Welt hat sich verschworen und wollte nichts von Microsoft benutzen. Inzwischen hat sich da eine Entwicklung ergeben, inzwischen ist Open Source fest etabliert, Microsoft selbst benutzt Linux. Und wir haben eine friedliche Koexistenz, sogar eine gewinnbringende von kommerziellen Lizenzen und von Copyleft, also Open-Source-Software. Und wir haben digitales Gemeingut, nämlich das sind einmal diese GPL-Projekte und auch die ganzen Creative Commons-Werke. Wenn man die halt verwendet, muss man das Ergebnis wieder zu gleichen Rechten weiterverbreiten. Wenn wir so ein System hätten, die fruchtbare Koexistenz von Copyleft, also Open-Source, den kommerziellen Lizenzen, und sogar vielleicht eine genetische Allmende. Dann hätten wir also sogar den Erfolg der IT-Welt auf die Agrarwelt übertragen.
Und da hat sich die Open Sources Initiative etwas für ausgedacht. Nämlich haben sie einen Lizenzvertrag formuliert, der mit Europarecht konform ist, also in der ganzen EU Gültigkeit haben sollte. Da steht sinngemäß drin, wer dieses Saatgut bekommt, darf damit alles tun, was er möchte. Er darf es auch einkreuzen, wenn er züchtet, in neue Sorten. Aber die Weiterentwicklung davon, also was ich daraus Neues züchte, darf niemand wieder privatisieren. Ich muss also die neue Sorte, die ich daraus entwickle, wieder als Open-Source-Sorte verteilen. Und zukünftigen Empfängerinnen des Saatguts werden die gleichen Rechte und Pflichten übertragen. Das heißt, wenn ich Open-Source-Saatgut bekomme, zum Beispiel uns da unten am Infostand, wir verteilen das, und ihr vermehrt das oder züchtet damit was Neues, dann müsst ihr das mit dem gleichen Lizenzvertrag weitergeben, so ihr es denn weitergeben möchtet. So, wie lässt man so eine Sorte nun zu? Wie gesagt, das reguläre Zulassungsverfahren ist, wenn man damit nicht groß Kasse machen will, unfinanzierbar. Man lässt diese Dinge meistens als Amateursorten zu, bei Getreide als Population. Und dann gibt man dieses Saatgut weiter mit angeheftetem Lizenzvertrag. Genauso wie man ein Stück Open Source Software immer zusammen mit dem Lizenzvertrag vertreibt. Und jeder, der dieses Saatgut dann vermehrt und wieder weitergibt, hängt den Lizenzvertrag wieder dran. Es ist zwar ein Vertrag zwischen dem, der das Saatgut abgibt und dem, der es empfängt, aber es ist ein Vertrag zugunsten Dritter. Das heißt, wenn der Vertrag gebrochen wird, ist klageberechtigt der Trägerverein, der Agricol e.V. Der kennt sich aus mit Jura und der hat auch die rechtlichen Mittel, dann vielleicht jemanden zu verklagen, das man als privater Hobbygärtner wahrscheinlich überhaupt nicht könnte. Jetzt noch schnell ein paar Beispiele für Open-Source-Sorten. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Wir sehen, es gibt Tomaten, die bekommt man auch bei uns am Stand. Es gibt schon eine erste Maissorte, eine zweite ist in Züchtung, wird gerade selektiert. Es gibt diverse Getreide, einige Bäckereien backen sogar schon Open-Source-Brot aus dem Open-Source-Weizen. Und gezüchtet werden sehr viele von Universitäten oder von Landbauschulen, einfach ja, in der Forschung und Bildung. Groß ist da die Universität Göttingen, die hat ein Freilandtomaten-Forschungsprojekt. Und die Tomatensorten, die darin gezüchtet wurden, die werden unter Open-Source-Lizenz freigegeben. Da haben wir so beliebte Dinge wie die San Viva hier in der Mitte oder auch die Viva Roma. Da hat man also das Prinzip des Open-Source genutzt, um die Forschungsergebnisse für alle Zeiten der Menschheit zur Verfügung zu stellen, ohne dass irgendjemand sie später privatisiert. Oder hier oben die Black Heart, die hat ein Amateur in seinem Garten gezüchtet und dann zusammen mit der Open-Source-Initiative für die ganze EU angemeldet, um halt auch sein Werk ja, für die Menschheit, für die genetische Allmende zu sichern. Ja, und was sind jetzt diese Open Source Gardens? Wir sind einfach Leute, die das Konzept interessant finden und das in ihren eigenen Gemeinschaftsgärten oder auf ihren Balkons umsetzen. Heißt, wir nehmen dieses Open Source Saatgut, vermehren das und verbreiten es weiter und verbreiten damit auch die Idee von Open Source. Jeder kann mitmachen, der einen Blumenkasten hat. Ideal ist natürlich, man hat einen großen Garten oder schließt sich einem Community-Garten an. In einem Kleingarten, wenn man da ein Tomatenhaus hat, kann man dieses Tomatenhaus auf Open Source umstellen. Und wir vermitteln dann eben auch das Konzept von Open Source an Leute, die von Software eigentlich überhaupt keinen Plan haben. Jeder, der aus der IT kommt, hat mal von irgendwem gehört, ja, ich habe mir da von jemandem eine tolle Software kopiert, aber die labert was von Kopierschutz, die startet nicht richtig. Kannst du mir den wegmachen? Richtige Antwort als Entwickler ist, was klaust du auch was? Nimm doch lieber dieses oder jenes Programm, das kann dasselbe und ist frei. Und das kann mit Pflanzen genauso funktionieren, wenn jemand sagt, ja, ich habe mir da aus der Supermarktpaprika die Samen rausgenommen, aber da wächst nichts vernünftig draus, dann kann man denen auch erklären, ja, die wird Hybrid gewesen sein, Hybrid ist sowas wie Kopierschutz, nimm doch lieber die Black Heart Chili, die ist Open Source, die ist samenfest, die kannst du selber vermehren, wie du willst. Nur eine Sache muss man achten, nämlich wenn man Saatgut weitergibt, da haben wir wieder das Problem mit der Anbaumaterialverordnung und dem ganzen Saatgutrecht. Wir müssen ja als Hobbygärtner jeden kommerziellen Anschein vermeiden, denn sonst gilt für uns die Anbaumaterialverordnung. Am besten schreibt man gar nicht drauf, dass es Saatgut ist. Also es heißt, eine ziemlich sichere Formulierung ist Samen von Zierpflanzen. Wenn man etwas weitergibt, dann sind das Samen von Zierpflanzen, dann gilt für uns schon mal nicht mehr die Anbaumaterialverordnung für Saatgut von Nutzpflanzen. Und auf jeden Fall, wenn ihr auf einer Website angebt, dass ihr Samen verteilt und man sich bei euch melden soll, möglichst auch keinen Werbebanner von irgendwas auf dieser Webseite drauf haben, dann habt ihr sofort einen kommerziellen Anschein. Und da kann man euch vorwerfen, ihr würdet mit einer kommerziellen Absicht Saatgut in Umlauf bringen. Am besten ist vielleicht einfach über Social Media sagen, hey, ich verteile das und das, meldet euch per Privatnachricht und dann schickt er ihm das mit der Post. Ich glaube, damit ist man richtig auf der sichersten Seite.
habe ich mal so einen kleinen Grenzfall zitiert. Wir haben in der Mitte diese Gärtnerei Strandgut irgendwo am Meer. Die möchte jetzt vielleicht eine Open-Source-Tomate anbauen. Fragt bei dem vielleicht einzigen gewerblichen Züchter, der irgendwo in den Bergen sitzt, in einem völlig anderen Klima, dachte, klar, ich vermehre die Tomaten hier im Bergklima, kann ich dir verkaufen, völlig legal, aber das wird bei dir am Meer bestimmt nicht vernünftig wachsen. Gibt es in der direkten Nachbarschaft vielleicht einen Open-Source-Garden? Der baut die Tomate seit ein paar Jahren an und kann auch sagen, ja, wir hatten die neu, die wuchs überhaupt nicht, aber die, die doch wuchsen, haben wir ein paar Jahre lang selektiert, jetzt haben wir hier eine Linie, die geht hier gut. Lege also nahe, dass er sich Samen von dem Open-Source-Garden besorgt. Wenn der Open Source Garden sieht, er hat eine gewerbliche Absicht, dann ist es eigentlich eine rechtliche Grauzone, ob ich die überhaupt geben darf. Und da sind wir wieder bei der Schulhofsituation, da kommt dann mit der kleinen Pappe Tomaten und sagen, hey, erstes Korn ist umsonst, willst du haben? Gib ihm die also irgendwie unter der Hand, sag ihm, ist für deinen Privatgarten, weil der dann doch in sein Gewächshaus tut, dann ist das ja seine Sache. Und dann bekommt er schon irgendwie die Nordsee-taugliche Tomatenlinie. Auf jeden Fall, sagt gegen Spende vielleicht, aber sagt auf keinen Fall Verkaufen dazu. Und jetzt kommen ein paar Bilder von unseren Gärten, die hier schon mitmachen. Es gibt hier große Gemeinschaftsgärten. Manche sehen etwas wild aus, manche sehen organisierter aus. Und man kann das auch einfach auf dem Balkon machen. Wenn man einen sonnigen Balkon hat, dann kann man da wunderbar Tomatensaatgut vermehren und das dann eben wieder in Umlauf bringen. Man kann dazu auch Open-Source-Hardware einsetzen für Bewässerungsanlagen oder hier noch für Strom. Open-Source-Hardware und Open-Source-Pflanzen gehen wunderbar zusammen. Wenn man das Ganze noch mit Open-Source-Software organisiert, dann ist man wirklich frei. Hier nochmal ganz kleiner Maßstab, das Vorziehen auf der Fensterbank. Jemand hat sich hier noch Tomatenhaus gebaut. Kleingarten ist so die mittlere Größe zwischen Balkon und Gemeinschaftsgarten. Und direkt hier drunter im Erdgeschoss haben wir unseren Infostand. Da kann ich euch das alles nochmal in Ruhe erklären. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen, wisst die ganze Nacht lang. Und da bekommt ihr das Saatgut. Gegen Spende eurer Wahl, wenn ihr lieb lächelt, vielleicht auch umsonst. Und wie ihr seht schon auf den Samentütchen, die haben was Kleingedrucktes. Da steht eben drauf, wenn ihr das aufreißt und ausseht, akzeptiert ihr diesen Lizenzvertrag. So, wir haben noch 5 Minuten für Fragen. Ah, hier vorne meldet sich schon jemand. Vor ein paar Jahren gab es ja nur quasi diese eine Tomatensorte und jetzt hast du ja schon 6 Sorten vorgestellt. Wie viele neue Sorten kommen da so dazu? Wie sieht das international aus? Wo geht die Reise hin? Also wie viele pro Jahr so dazukommen, kann ich ehrlich gar nicht so sagen. Aber international sieht es so aus, dass sich auch auf vielen anderen Kontinenten ähnliche Organisationen bilden. Es gibt hier im Teilen von Asien, in Indien und so gibt es eine Initiative, die ziehen erstmal durchs Hinterland und kartieren, wo es überhaupt welche Landsorten gibt, damit das dokumentiert ist, dass sie existieren. Sonst entdeckt die vielleicht irgendein Konzern, da kennt kein Mensch, versuche ich, aus meiner Züchtung anzumelden und kriege Sortenschutz darauf, um das zu vermeiden halt. Machen die erstmal Bestandsaufnahme. In Ostafrika gibt es eine Initiative, die halt auch so eine Art Lizenzvertrag entwickelt hat und damit für die Kleinbauern dort Open-Source-Sorten zur Verfügung stellt, damit die gar nicht jetzt in Abhängigkeiten von ausländischen Konzernen getrieben werden. In Südamerika gibt es auch Ansätze mit so Lizenzverträgen. In den USA gibt es eine ganze Reihe sogenannter Open-Source-Sorten, aber die haben dort, weil dort ein ganz anderes Sortenrecht gilt, keinen Vertrag entwickelt, sondern machen das irgendwie über ein Versprechen irgendwie, das man demjenigen gibt, von dem man das Saatgut bekommt. Diese ganzen rechtlichen Inkompatibilitäten führen nun leider auch dazu, dass man Open-Source-Saatgut aus einem Land nicht einfach in eine andere anderen Rechtsraum mitnehmen kann. Kann also jetzt nicht amerikanisches Open-Source-Saatgut über ein Versprechen, Open-Source ist, nach Europa mitnehmen und dem wieder in den Vertrag anheften. Das ist alles noch etwas schwierig, weil jeder Wirtschaftsraum da ein anderes Recht hat. Ja, ich habe mich gefragt, also du meinst ja, es gibt schon Bäckereien, die irgendwie Brot damit backen, wie kommen die denn an große Mengen von dem Saatgut? Also ich meine, die dürfen das ja nicht einkaufen, weil es niemand verkaufen darf, da müssen die dann halt alle, die das irgendwie in größerem Stil nutzen wollen, selber vermehren. Also Open Source Getreide sind für gewöhnlich keine Sorten, sondern Populationen. Und die wurden bisher, also
nach experimentellem Recht zugelassen. Seit 1. Januar diesen Jahres ist es sauerhaft amtliches Recht. Und einer Population unterliegt eigentlich keiner Mengenbeschränkung wie eine Amateur- oder Erhaltungssorte. Die darf man eigentlich jetzt vertreiben, wie man will. Kommt vor allem daher, dass im herkömmlichen Landbau eigentlich Populationen völlig unüblich sind. Da möchte man eine Monokultur mit einer Sorte, von der man weiß, die ist gut. Populationen kommen mehr aus dem Ökolandbau, wo man etwas extrem Resilientes haben will. Darum habe ich dann eine große genetische Variabilität auf meinem Feld. Und wenn ein Teil davon von dem Schädling befallen wird, dann überlebt ein anderer das und irgendwie wird es schon gehen, ist da die Idee. Und deswegen erlaubt man halt der Ökowolke, nenne ich es mal, dass sie ihre Population dafür den Umwelt, für den Biolandbau in ungebremster Menge vertreiben und der herkömmliche Landbau will dieses eigentlich gar nicht haben. Und deswegen kann man auch größere Mengen von diesen Populationen halt kaufen. Ich kann jetzt zum Züchter sagen, gib mir mal einen ganzen Sack Convento E und dann kann ich damit sofort mein Feld bestellen. Aber was genauso geht, man kauft eine kleine Menge, baut das ein Jahr an und im nächsten Jahr hat man die große Menge. Es vermehrt sich ja auch sehr schnell. Ja, unser Stand ist im Prinzip direkt hier runter, einfach die Treppe runter. Wir sind im Erdgeschoss unter der Treppe, da wo es dunkel ist. Cool, ja, dann nochmal herzlichen Dank für deinen Vortrag und